Sehr schön, dann begrüße ich euch hier in diesem schönen neuen Gebäude, inzwischen gar nicht mehr so neu. Mein Name ist Barbara Fried, ich arbeite hier im Haus als Redakteurin der Zeitschrift Luxemburg. Und genau, ich freue mich, dass wir heute hier diese tolle Veranstaltung haben, die eigentlich eine Art doppelter Dialog ist, nämlich einerseits ein Dialog zwischen Argentinien, also zwischen Buenos Aires und Berlin, und andererseits ein Dialog zwischen stadtpolitischen und feministischen Bewegungen. Zumindest so haben wir uns das vorgestellt. Wir gucken ja von hier immer ein bisschen neidisch nach Lateinamerika, wo die feministischen Bewegungen so wahnsinnig mobilisierungsstark und erfolgreich waren in den letzten Jahren, insbesondere in Chile und Argentinien natürlich, und wirklich Massen mobilisieren und ja auch substanzielle Erfolge verbuchen können, also konkret in Argentinien mit dem Recht auf Schwangerschaftsabbruch sind ja wirklich substanzielle Veränderungen, aber vor allem haben sie eine Verankerung in der Bevölkerung, die, glaube ich, der größte Unterschied zu hier ist, dass es wirklich eine populare Bewegung ist in diesen Ländern und sozusagen Leute erreicht, die wir hier mit feministischen Themen gar nicht erreichen. Ein Punkt ist sicherlich, dass sie sozusagen zum Ausgangspunkt die allgemeine Prekarisierung des Lebens genommen haben für feministische Debatten und dabei diese so Slogans wie wir wollen uns unverletzt, frei und ohne Schulden oder auch Slogans wie ihr schuldet uns ein Leben, also sozusagen, wo in diesen Slogans so eine Verdichtung irgendwie dieser Kämpfe zum Ausdruck kommt, über die uns Vero nachher sicherlich viel erzählen wird. Die feministische, internationale feministische Streikbewegung, die sozusagen von Argentinien ausgehend dann ja in vielen Ländern hier ganz kurz eine Rolle gespielt hat, hat aber auf jeden Fall hier auch die Debatte gedreht, insofern als dieser Anspruch, dass sozusagen Feminismus sozusagen das Ziel hat, eine gesamtgesellschaftliche Veränderung irgendwie voranzutreiben, dass das auf jeden Fall hier jetzt auch diese neoliberale Verengung, in die feministische Debatten in den letzten Jahrzehnten ja sehr stark eingehegt waren, verändert hat. Wir haben das viel unter dem Begriff Klassenpolitik oder feministische Klassenpolitik diskutiert, aber im Grunde ist das eigentlich, finde ich, der zentrale Punkt. Und jetzt sozusagen dank der Kampagne von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die es geschafft hat, mit dieser Debatte um Vergesellschaftung ja insgesamt für die linken Diskussionen nochmal ein ganz neues Terrain zu eröffnen. Das dockt da sehr gut an und wir haben jetzt hier in der Stiftung mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern ein Projekt, was wir sozusagen wo wir uns bei den munizipalistischen Stadtregierungen in Spanien haben inspirieren lassen, unter dem Titel Sorgende Städte, unter anderem mit Katalin und mit anderen Leuten auch aus der Linken in Bremen und so weiter. Genau, darüber werden wir nachher auch ein bisschen reden. Und das ist sozusagen der Versuch, sozusagen feministische, stadtpolitische und diese Vergesellschaftungsfragen in ein Verhältnis zu setzen. Genau, jetzt wollen wir aber erstmal sozusagen nach Argentinien gucken und ganz, ganz herzlich Veronica Gago begrüßen hier. Vielen Dank, dass du den weiten Weg nach Berlin gekommen bist. Veronica Gago kennen wahrscheinlich die meisten, ich muss sie nicht vorstellen, aber ich mache es trotzdem, ist Professorin an den Universitäten von Buenos Aires und San Martin, aber vor allem ist sie, um einen Begriff von Gramsci zu verwenden, eine organische Intellektuelle im allerbesten Sinne des Wortes. Die ist aktiv in der Ni Una Menos-Bewegung, in der feministischen Debatte um eine Politisierung von Verschuldung und eben auch in der Debatte um Finanzialisierung von Wohnraum und Stadt und sozusagen den feministischen Organisierungen dagegen. Und ist dort sozusagen aktiv und publiziert ganz viel mit Lucy Caballero, die auch hier ist und hier vorne sitzt und die sozusagen zu all diesen genannten Themen Bücher geschrieben haben, in denen sie diese Kämpfe eben auch sozusagen reflektieren, analysieren und theoretisieren. Die sind von der Stiftung unterstützt und da vorne gibt es welche, aber ansonsten sind die auf jeden Fall auch online abzurufen. Genau, und zu dieser Verschuldungsdiskussion gibt es am Donnerstag in dem alten Gebäude am Franz-Mehring-Platz auch nochmal eine Veranstaltung, wo das Thema intensiver behandelt wird. Heute geht es ja eher um Stadt. Genau,
Von dir als erstes vielleicht die Frage, kannst du uns noch einmal sagen, wie dieser sozusagen Paradigmenwechsel, würde ich schon fast nennen, in der feministischen Bewegung, wie ihr das gemacht habt, wie das entstanden ist, was die Bedingungen waren und genau, wie, was da sozusagen auch diese Massenmobilisierung ermöglicht hat. Bueno, muchísimas gracias a Bárbara y a todas las compañeras que han posibilitado esta actividad y esta visita. Bueno, me parece importante esa idea de cambio de paradigma para pensar el movimiento feminista porque hay dos características que a mí me parece importante subrayar, que marcan una suerte de quiebre histórico en lo que ha pasado en los últimos años con el movimiento feminista y que son dos características que yo resumo como masividad y radicalidad. Es decir, hay una manera de ocupar las calles, pero también de hacer posible la expansión del feminismo en terrenos, en organizaciones, en espacios a los que antes el feminismo no llegaba. Y creo que ese es el fenómeno más interesante para analizar cómo el feminismo dejó de ser un conjunto de grupos pequeños o de temáticas circunscriptas para convertirse justamente en una dinámica de amplificación, tanto de los problemas que trata, de los problemas con los que se involucra, como de los espacios, las organizaciones, los partidos, los sindicatos, las escuelas, las universidades, de donde emerge feminismo, es decir, que el feminismo se reinventa tanto como movimiento en sí mismo como en su capacidad de ampliar sus intervenciones, sus temáticas, sus preocupaciones, y creo que eso es lo que explica fundamentalmente esta capacidad de movilizaciones masivas, pero también de continuar esa masividad en una práctica cotidiana, del día a día. Es decir, no es solo el momento de la manifestación pública enorme, que es muy importante y que de hecho funciona como una especie de llamado y de interpelación a hacer cada vez más, sino también cómo esa masividad se produce, se trabaja, se nutre día a día en distintas prácticas organizativas, en distintas formas de sociabilidad colectiva y sobre todo interpelando a nuevas generaciones. Entonces, esto ha hecho posible que luchas, que experiencias que no se reconocían feministas hasta hace unos años, ahora se sientan parte del feminismo e incluso inventen sus modos de ser feministas, ¿no? Y esto es interesante cómo en Argentina y en América Latina proliferan un conjunto de adjetivos, feminismo popular, feminismo de base, feminismo sindical, feminismo de las estudiantes. Es decir, son maneras de reinventar el feminismo, son maneras de ampliar el feminismo a espacios a los que antes no llegaba y son maneras justamente de ir incorporando cada vez más temáticas, problemas y coyunturas a la discusión feminista. Una de ellas es decir, bueno, ¿por qué la educación es un tema feminista? ¿Por qué la vivienda es una cuestión feminista? ¿Por qué debatir las finanzas tiene que ser una preocupación feminista? Esa suerte de expansión, ¿no?, del feminismo, bueno, nosotras le llamamos una capacidad de transversalización del feminismo. No es una agenda limitada, no es una perspectiva específica, no es un conjunto de demandas acotadas, sino que justamente esta capacidad de cambiar la perspectiva, la manera de practicar respecto de todos los ámbitos de la vida, ¿no?, que van desde las cuestiones de la vivienda a las cuestiones de los contenidos educativos, que van desde el cambio, la perspectiva de cómo nos vinculamos sexoafectivamente hasta lo que pensamos sobre la dimensión transnacional de la coordinación feminista. Entonces, creo que esta cuestión, ¿no?, de ampliación a organizaciones, a espacios a los que antes no se les llamaba feminista, que no se sentían interpelados por el feminismo, y cómo esa expansión implica la incorporación de temáticas, de problemas y de demandas que antes quedaban completamente por fuera de los intereses feministas, ha sido un punto fundamental para entender esta capacidad de combinar masividad y radicalidad. Und
Möchtest du vielleicht noch kurz was dazu sagen, inwiefern diese Frage des Verhältnisses von sozusagen Prekarisierung, Schulden, Finanzialisierung von Wohnraum und geschlechtsspezifischer oder sexualisierter Gewalt da für wichtig war? Also die Gewaltfrage, diese Verbindung, noch mal was dazu zu sagen? Sí, esta cuestión es fundamental para entender esto que comentaba antes de la masividad del feminismo. ¿Por qué? Porque creo que hoy el movimiento feminista lo que tiene como ganancia, como lo que ha acumulado en estos años, es una experiencia de politización de las violencias. Es decir, lo que empieza como un rechazo al feminicidio, al travesticidio, al transfeminicidio, a un decir ya basta a ese tipo de violencias sexuales, empieza a expandirse, a preguntarse, bueno, ¿por qué se dan estas violencias? ¿Qué están expresando de esta forma de acumulación neoliberal capitalista estas violencias? ¿Por qué la falta de autonomía económica tiene que ver con este incremento de las violencias machistas y sexuales? Entonces, creo que empezar a decir, basta de matarnos, ya basta de violencia machista, a producir una comprensión colectiva, una comprensión política de a qué se deben esas violencias, cómo la violencia por razones de género se intersecta, se anuda con la violencia institucional, con la violencia económica, con la violencia financiera, con la violencia de falta de recursos, con la violencia de la privatización de servicios públicos, con la violencia de, el extractivismo sobre los territorios. Eso empieza a ser un modo de organización política, ¿no? Plantear la comprensión colectiva, hacer esos mapas que nos permiten comprender de otra manera cómo se articulan las violencias y por qué cuando estamos hablando de violencia por razones de género estamos teniendo punto de entrada a una multiplicidad de violencias. Y eso es también una manera de sacar de los límites privados, interpersonales, a la llamada violencia doméstica. Podemos partir de la violencia doméstica, podemos partir de la violencia machista, pero para vincular cómo esa violencia es estructural de un conjunto de condiciones. Entonces, creo esto para mí es un punto fundamental porque ha permitido una caracterización de la violencia como una violencia neoliberal. Y eso es lo que ha hecho el movimiento feminista en los últimos años, ¿no? Caracterizar la violencia neoliberal partiendo de situaciones muy concretas y muy cotidianas. Es decir, para tener una capacidad de comprensión de cómo funciona hoy las finanzas, las deudas, los desalojos de las viviendas, el recorte de presupuestos públicos, se lo hace partiendo de las dificultades de la vida cotidiana y de cómo esas violencias estructuran las violencias por razones de género. Yo creo que esta lectura, que es a la vez sistemática de las violencias, sin ser abstracta, es lo que le ha permitido justamente al movimiento feminista esta capacidad tanto de intervención política como de diagnóstico político. Vale. Muchas gracias. ich würde jetzt dann erstmal weitermachen mit Katalin und erstmal Katalin begrüßen. Katalin ist Abgeordnete für Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus und seit Jahren in der Stadtpolitik unterwegs. Sie hat historische Urbanistik studiert, war dann Mitarbeiterin von Katrin Lomscher lange und ist jetzt seit 2016 stadtpolitische Sprecherin. Genau, und sie ist aber vor allen Dingen eine der wildesten Kämpferinnen gegen die Finanzialisierung und den Ausverkauf der Stadt, zumindest in der Linkspartei auf jeden Fall, aber auch außerhalb. Genau, und das Besondere ist, dass du zweimal hintereinander ein Direktmandat gewonnen hast in Treptow-Köpenick. Und zwar dadurch, dass ihr Millionen von Gesprächen oder Tausende zumindest von Gesprächen geführt habt, im Kiez präsent war, an den Haustüren gesprochen hat. Und also wir wollen ja nachher in der dritten Runde sozusagen auch nochmal über die Art und Weise reden, wie wir Politik machen wollen eigentlich und wie das vielleicht auch die Art und Weise verändert. Eine feministische Perspektive auch das verändert. Und dazu frage ich dich dann nachher nochmal. Aber jetzt erstmal, um anzuschließen an diese Frage von Vero und die Bedeutung irgendwie sozusagen Prekarisierung des Lebens, aber eben vor allem Finanzialisierung von Stadt und Wohnen. Vielleicht, damit wir in den Dialog kommen, sagst du als erstes mal, wie das
Problem hier besteht, damit auch Vero sozusagen da einsteigen kann und du nochmal sagst, was eigentlich dieser Ausverkauf von Stadt, diese Spekulation auch mit unserem Leben macht und genau, wie du das einschätzt. Vielen Dank für diese wunderbare Vorstellung, liebe Barbara. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und diese Frage, wie können wir den Feminismus ins Zentrum auch linker Politik, also nicht nur der linken Bewegung, sondern auch der Partei Die Linke, rücken, das bewegt mich sehr. Und die Frage, wie können wir die Kämpfe verbinden, ist tatsächlich etwas, was mich die letzten Jahre sehr umgetrieben hat. Und was, glaube ich, jetzt in diesen Zeiten dieser krassen Zuspitzung auch vor dem Hintergrund des Krieges nochmal eine ganz, ganz wesentliche neue Qualität erlangt. Und dazu würde ich auch später auch noch was sagen. Die Feminisierung von Politik, dass wir darüber heute sprechen, finde ich sehr, sehr gut. Denn ich glaube, wir brauchen das ganz dringend. Und ich bin schon ganz inspiriert auf jeden Fall von dem, was Vero auch gesagt hat. Und will sagen, als Mitglied des Berliner Abgeordnetenhaus, des Berliner Landesparlamentes, aber auch Mitglied dieser Regierungskoalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Linken, arbeite ich als Linke, die wirklich den Kapitalismus abschaffen möchte, ja auch in einer Situation, wo wir die Krise der Repräsentation massiv vor Augen haben und Teil davon sind. Und ich finde das ganz wichtig, das auch nochmal mit in diese Diskussion einzuflechten, dass wir diese Krise der Repräsentation auch eine Krise des Patriarchats ist. Und vielleicht können wir das irgendwie auch noch einbinden in diese vielen Dinge, die wir heute besprechen müssen. Aber ich finde das ganz wichtig, weil das, was wir politisch erleben, ist zum einen das Versagen von Politik seit Jahrzehnten. Das ist aber auch der radikale Neoliberalismus, den wir seit Jahrzehnten erleben. Und wenn wir über die Krise des Wohnens reden, dann ist das einfach ganz klar ein hausgemachtes Problem. Und die Finanzialisierung des Wohnens, wie wir sie heute in Berlin erleben, ist eben auch Ergebnis von einem radikalen Sparkurs und einem radikalen Markt, einer Marktpolitik der letzten Jahrzehnte. Man kann den ganzen Umbau der Bundesrepublik eigentlich in drei wesentlichen Punkten in diesem Bereich beschreiben. 1990 wurde die Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft, dann später wurden die Mietgesetze von FDP und CDU massiv beschnitten. Dann kamen die Sparjahre in Berlin, wo massiv Wohnraum privatisiert wurde. Und jetzt haben wir die Situation, dass nach der Eurokrise das gesamte Investitions- und Spekulationskapital eben in die Wohnung kommt, in den Wohnraum. Und das ist so ein Brandbeschleuniger in diesem Wohnungsfeld, der eben dazu geführt hat, dass die Mietenbewegung in Berlin sich auch massiv radikalisiert hat. Und deswegen ist die Frage, wie wir Wohnen als Grundrecht und nicht als Ware politisch verhandeln und eben auch konkrete Forderungen daran knüpfen, so zentral. Ich will aber auch sagen, dass das gar nicht so einfach ist, vor dem Hintergrund, dass auch meine Partei ja Wohnungen privatisiert hat in diesen Sparjahren. Und deswegen ist das ein ganz großer Glücksfall, dass sich die mietenpolitische Bewegung so radikalisiert hat und wir jetzt hier mit Deutsche Wohnung Kur Enteignen auf dem Podium sitzen und es euch gibt in dieser Stadt und ihr weltweit die gesamte Debatte strukturiert. Man muss einfach sagen, dass wir, wenn wir über die Wohnungskrise reden, sage ich immer, ist mir sehr wichtig auch zu sagen, es ist vor allem die Krise der kapitalistischen Urbanisierung. Denn die kapitalistische Urbanisierung bedeutet eben, die Stadt als Unternehmen zu denken und auch so zu steuern in Betriebslogiken. Das hat ganz, ganz tiefe Auswirkungen bis hin zu Landeswohnungsbaugesellschaften, die eigentlich in Landeshand sind, aber genauso betriebswirtschaftlich geleitet werden von Leuten, die auch genauso gut bei einem privaten Wohnungskonzern sein könnten. Und das hat eine ganz große Tiefe und deswegen ist diese Frage der kapitalistischen Urbanisierung eben auch genau das Gegenfeld, in dem wir sagen können, wir machen einen Gegenentwurf. Und darin erleben wir
dass die Krise der sozialen Reproduktion in der Stadt auch eine Krise dieser kapitalistischen Urbanisierung ist oder Ausdruck dieser kapitalistischen Urbanisierung. Das heißt, es fehlen Räume, es fehlen Grundstücke, wir haben keine Grundstücke mehr für Sozialwohnungen, wir haben keine Grundstücke mehr für Kitas, für Schulen, es fehlt Geld für Parks, es ist eigentlich für nichts Geld da. Und gleichermaßen gibt es sozusagen den Zeitgeist, insbesondere der Sozialdemokratie und der Rechten in dieser Stadt zu sagen, na, wir müssen das alles jetzt nur öffnen, die Marktprozesse, und dann wird das mit dem Wohnen schon irgendwie werden. Und darin wirklich eine Brandmauer zu setzen und zu sagen, nein, das ist eben nicht die Lösung. Die Lösung von links kann nur eine ganz klare Rekommunalisierungspolitik sein und die klare Perspektive, diesen wichtigen Bereich, die Wohnen als Menschenrecht, die Durchsetzung des Menschenrechts, wirklich dem Markt zu entziehen. Und das ist der zentrale Kampf, der in dieser Stadt tobt, der in dieser Regierung tobt und der aus meiner Sicht sehr viel mit der Frage von auch feministischer Stadtpolitik zu tun hat, weil diese Marktlogik eben niemals diese Grundbedürfnisse von Sorge erfüllen kann und wir eben in dieser ganzen Krisenhaftigkeit in den verschiedenen Sektoren diese Dinge erleben. Und da ist eben eine radikale feministische Perspektive drauf, wirklich auch eine gute Brille, um das zu analysieren, wie du sagst. Die Analyse kommt zuerst, um dann auch die richtigen Antworten zu geben. Und ich wünsche mir sehr, dass die Linke da noch klarer wird. Danke, Katalin. Du hast einen super Übergang gemacht, radikale feministische Antworten. Genau, erstmal herzlich willkommen Isabella Rogner und Caroline Blaut. Ihr habt ich wollte schon fast sagen, endlich eine Vernetzung innerhalb von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gegründet. Und genau, damit jetzt sozusagen auch die Frage geschlechtsspezifischer und also was hat eigentlich diese ganze Enteignungsfrage und die Wohnungskrise und die Kampagne auch mit Geschlechterverhältnissen zu tun und was könnten da drin feministische Perspektiven sein? Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und dass ihr irgendwie Lust hattet, auch mit uns hier heute Abend so zu diskutieren. Vielleicht fangt ihr einfach mal an und sagt Isabella, glaube ich, was sind eigentlich die Probleme, die euch unter den Nägeln brennen, warum dachtet ihr, es braucht jetzt eine feministische Vernetzung innerhalb von Deutsche Wohnen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch mindestens genauso sehr, dass wir hierhin eingeladen sind und dass Deutsche Wohnen Enteignen die Schlagkraft und die Aufmerksamkeit hat, auch sozusagen hier mitdiskutieren zu dürfen. Das finden wir ziemlich gut. Genau, und ich glaube, es gibt ganz viele, die uns unter den Nägeln brennen und für die wir diese Flintervernetzung brauchen, für die wir aber auch DWE als Gesamtkampagne brauchen, weil wir natürlich darin immer so ein Baustein sind, wie Vero das auch gerade sehr schön beschrieben hat. Ich glaube, für uns war eigentlich die ganze Zeit schon klar, dass die Vergesellschaftung von großen Wohnungskonzernen grundlegend feministisches Anliegen ist. Und gleichzeitig haben wir aber auch das Gefühl, wir müssen darauf schon auch aufmerksam machen. Also wir müssen das immer wieder als Forderung mit reinbringen, weil das eben nicht automatisch mitgedacht wird, auch wenn es für uns so selbstverständlich ist. Und da gibt es ganz viele Aspekte, wo feministische Perspektiven mit einbezogen werden müssen. Also zum Beispiel die Frage, welche Form von Wohnraum wird eigentlich gebraucht? Wie muss dieser Wohnraum verteilt werden? Welche Mitbestimmungsmöglichkeiten braucht es bei der Verwaltung und Organisation von diesem Wohnraum? Und wie kann man diese Mitbestimmungsmöglichkeiten auch so gestalten, dass es für Flinter möglich ist, sich daran zu beteiligen? Weil auch das ist ja kein Automatismus. Und da schließt ganz viel dran an. Katalin hat die Finanzialisierung des Wohnens, finde ich, sehr anschaulich beschrieben. Also grundlegend ist die Verteilung von Eigentum und Vermögen einfach geschlechterungleich. Und da ist Wohnen nicht ausgenommen. Und wir brauchen da ganz viele Reforminstrumente, also sowas wie eine Vermögenssteuer, eine Reform der Erbschaftssteuer, aber eben auch die Vergesellschaftung, um Gemeineigentum zu schaffen, weil anders werden wir eine gleiche Verteilung von Vermögen in Bezug auf Wohnraum nicht hinbekommen. Und es hat aber auch viel damit zu tun, wie dann das Leben in diesem Wohnraum praktisch stattfindet. Also nicht nur, wem gehört der eigentlich, sondern auch, wie funktioniert Wohnen und das Leben in Wohnungen. Das fängt zum Beispiel damit an, dass so
Community-Arbeit ganz häufig in Nachbarschaften organisiert wird, also sozusagen in dem direkten Wohnraum nebenan und nicht über größere Strukturen. Und ganz häufig wird das eben vor allem von Flinter getragen und organisiert. Und diese Form von Sorgenetzwerken sind ja auch bedroht durch steigende Mieten und durch Verdrängung. Also ich glaube, wir haben das zum Beispiel in der Pandemie ganz stark erlebt, dass da auch in Nachbarschaften stärkere Sorgenetzwerke entstanden sind, vor allem in den Lockdown-Phasen. Und die brechen in dem Moment zusammen, wo eben Menschen aus ihren Wohnungen verdrängt werden und dann ihren NachbarInnen nicht mehr helfen können. Zugang insgesamt zu Wohnraum ist halt ganz essentiell für Selbstbestimmung. Und da manifestiert ein angespannter Wohnraum umso mehr die patriarchalen Strukturen im Privaten. Also insgesamt haben Flinter einfach einen viel schlechteren Zugang zum Wohnungsmarkt durch Einkommensungleichheiten. Und wir diskutieren das gerade bei uns intern unter dem Stichwort, bei der Wohnung passiert die Anpassung. Ich glaube, wir kennen auch alle solche Geschichten von Menschen, die eine Wohnung gesucht haben und sich dann im Zweifelsfall lieber als Pärchen ausgegeben haben, anstatt als WG. Das ist jetzt noch ein relativ harmloses Beispiel. Wir kennen aber bei uns intern auch noch sozusagen krassere Beispiele, wo Menschen zum Beispiel lieber verborgen haben, dass sie mit People of Color in die Wohnung ziehen wollten, weil sie festgestellt haben, das macht es ihnen deutlich schwieriger. Also auch solche Erlebnisse gehören dazu. Genau, und eben vor allem individuelle und alternative Lebensentwürfe können ja nur realisiert werden, wenn auch der entsprechende Wohnraum zugänglich ist. Ganz wichtiger Punkt, das Thema Gewalt. Vero, du hast eigentlich schon alles dazu gesagt, was es Wichtiges dazu zu sagen gibt, aber auch für uns ist das natürlich ein starker Punkt. Flinter in gewaltvollen Beziehungen wird es durch einen angespannten Wohnungsmarkt ganz erheblich erschwert, aus diesen Beziehungen einen Ausgang zu finden, also sowohl eine eigene Wohnung zu finden, als auch zum Beispiel Frauenhäuser, die verdrängt werden und keinen Schutzraum mehr bieten können. Genau, und da sind wir eben auch der Meinung, ja, das sind konkrete alltägliche Erfahrungen infolge des Neoliberalismus. Eine Marktöffnung wird es nicht lösen, sondern die wird es immer nur noch schlimmer machen. Und wir brauchen eben nicht mehr Fördermittel, sondern wir brauchen die Vergesellschaftung. Und da denken wir, es braucht diese feministische Perspektive, um all diese Punkte immer wieder in den Vordergrund zu stellen und dafür zu sorgen, dass sie eben in der konkreten Umsetzung der Vergesellschaftung nicht vergessen werden, sondern dass dafür Lösungen mitgefunden werden. Ja, super, danke dir. Und Caroline, vielleicht möchtest du noch anschließen mit der Frage, was eigentlich aus eurer Sicht diese sozusagen, also alles, was Isabella jetzt gesagt hat und insgesamt das Problem des Wohnens mit Sorgearbeit zu tun hat und damit mit der Frage, wie Sorgearbeit eigentlich in unserer Gesellschaft geschlechtlich und privat organisiert ist. Und vielleicht könnt ihr dann gleich noch anschließen, so einen kleinen Punkt, Isabella, du hast jetzt gerade gesagt, also Gewalt und dich auf Vero bezogen, also im Sinne von, dass Frauen oder Flinter in gewaltvollen Beziehungen bleiben müssen, wenn es so eine angespannte Wohnungssituation gibt. Aber ist euch eigentlich beim Sammeln von Unterschriften und diesen vielen Gesprächen, die ihr geführt habt, auch über den Weg gelaufen, dass, so wie Vero das geschildert hat, diese Finanzialisierung von Wohnraum, die Verdrängung, diese ganze Angespanntheit als Gewalt erlebt wird, also sozusagen in diesem Sinne als eine Form von struktureller ökonomischer Gewalt und eben nicht nur im häuslichen Rahmen als Gewalt? Aber erstmal zu der Sorgefrage vielleicht. Ja, danke Barbara und auch von mir hallo in die Runde. Zu Sorge und Wohnen, also ein Großteil der Sorgearbeit, wie sie im Moment in unserer Gesellschaft organisiert wird, findet ja immer noch im privaten Wohnraum statt. Das heißt, der Zugang zu Wohnraum ist so eine der Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit irgendwie Sorgearbeit angemessen geleistet werden kann für mich selbst und andere. Und gleichzeitig ist es auch so, durchaus begrüßenswerterweise aus feministischer Sicht, dass Sorgearbeit in den letzten Jahrzehnten auch weniger im Privaten geleistet wird und mehr im öffentlichen Raum. Und das ist, wie gesagt, einerseits begrüßenswert, andererseits bedeutet das auch, dass die Infrastrukturen da sein müssen,
und auch in räumlicher Nähe zum privaten Wohnraum, damit sie wahrgenommen werden können. Das heißt also Kitas, Schulen, Seniorentreffs, Pflegeeinrichtungen müssen im städtischen Raum präsent sein. Und auch solche Räume sind ja total von Verdrängung bedroht in einem angespannten Wohnungsmarkt. Und aus unserer Perspektive ist es deshalb auch wichtig, wenn wir von Vergesellschaftung reden, hier geht es nicht nur um privaten Wohnraum, sondern hier geht es auch darum, dass Sorgeinfrastruktur in der Stadt präsent ist, dass der Zugang zu Sorgeeinrichtungen gewährleistet ist im städtischen Raum, damit es eben nicht zu so einer, wenn es keine Sorgeinfrastruktur gibt, dann führt das dazu, dass Sorgearbeit wieder hauptsächlich in der privaten Wohnung geleistet werden muss, wenn ich irgendwie verdrängt werde an den Stadtraum und habe nicht mehr den Zugang dazu. Und wir glauben, da gibt es so zwei Säulen. Also einmal ist das so die öffentliche Sorgeinfrastruktur, also die aus öffentlichen Geldern bezahlt wird, wo bezahlte Dienstleistungen stattfinden. Aber wir glauben auch, dass so informelle Sorgenetzwerke, die Bella schon angesprochen hat, da zentral sind. Und sowas muss aber auch Räume haben, wo es entstehen kann und wo es weiter belebt werden kann. Sowas wie eben Jugendclubs, Seniorentreffs, Nachbarschaftsgärten und so weiter. Also Orte, wo Menschen zusammenkommen können, die in der Öffentlichkeit sind, die nicht in ihrer eigenen Wohnung sind. Da entstehen ganz viele alternative Sorgenetzwerke, aber die sind eben auch massiv von Verdrängung bedroht in der jetzigen Situation, wie wir sie beispielsweise in Berlin erleben. Willst du noch was zur Gewalt sagen? Ja, ich will noch was dazu sagen. Ich glaube nicht so sehr beim Unterschriftensammeln. Also wir kennen sozusagen diese Geschichten aus unserem privaten Umfeld, wir kennen das auch aus dem Austausch untereinander. Ich glaube, die Unterschriftensammlung war nicht so sehr der Moment, wo wir über sowas gesprochen haben. Aber was wir ganz stark erlebt haben, ist halt sehr viel Wut über die Ungerechtigkeit. Also es immer wieder zum Ausdruck gekommen ist, dass es ungerecht ist, dass so krasse Profite gemacht werden mit dem Wohnraum und dass Menschen das natürlich auch wahrnehmen, was das mit ihnen macht. Also dass sie sehen, dass Nachbarschaften und Freundschaften und Familien auseinandergerissen werden, weil sie aus diesem Wohnraum verdrängt werden und dass sie ihr eigenes Leben ganz stark einschränken müssen, um sich ihre Miete noch leisten zu können. Also, und das ist als Wut, glaube ich, ganz stark artikuliert worden, immer wieder. Die andere Sache, die mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, beim Unterschriftensammeln im Austausch mit Flinter, und wir haben uns darüber unterhalten in der Vorbereitung auf heute, dass wir so stärker erlebt haben, dass vor allem die Bedürfnisse anderer auch so mehr mitgedacht werden von Flinter. Also ich habe zum Beispiel ein Gespräch, was mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, bei meinem allerersten Sammeltermin, am ersten Tag der Unterschriftensammlung, stand ich im Februar in der Kirche am Südkreuz und es waren so die ersten Erfahrungen mit diesem Unterschriftensammeln. Und ich habe eine ältere Frau angesprochen, die mich erstmal so abgewimmelt hat. Die war, glaube ich, schon weit über 80. Erstmal eine verständliche Reaktion. Ich wimmel auch oft Leute ab, die mich so anquatschen. Und sie hatte aber irgendwie so mit halbem Ohr gehört, was ich ihr gesagt hatte. Also sowas wie, ne, wollen Sie für bezahlbare Mieten unterschreiben? Irgendwie so war die Formulierung. Und war eigentlich schon so 10 Schritte weiter. Und dann hat sie sich wieder umgedreht und ist zu mir zurückgekommen und hat gesagt, Entschuldigung, ich habe Ihnen gar nicht zugehört. Natürlich unterschreibe ich das, weil meine Enkelin findet keine Wohnung mehr. Ich habe kein Problem, meine Wohnung gehört mir, ich kann zum Glück da bleiben, wo ich bin, aber meine Enkelin findet in Berlin keine Wohnung mehr und natürlich unterschreibe ich ihn. Und das war für mich so ein besonderer Moment und das habe ich immer wieder erlebt, dass die Bedürfnisse von anderen stärker mitgedacht wurden, dass solche Geschichten erzählt worden sind, von meinen NachbarInnen sind verdrängt worden. Es gibt so viele Menschen in Berlin, die auf eine günstige Wohnung angewiesen sind und keine mehr finden. Also ein ganz starkes Verständnis von Gemeinschaft als Teil der Position pro Vergesellschaftung. Das ist mir schon ganz stark als Eindruck entstanden. Okay, danke. Vero, ich würde gerne mit dir weitermachen. Jetzt ist immer wieder diese Vergesellschaftungsfrage gefallen. Ich glaube, einer der Gründe, warum diese Diskussion
Diskussion um Enteignen oder Vergesellschaftung hier so eingeschlagen ist, ist, weil es dieses Doppelmoment hat, einerseits so eine konkret machbare Perspektive aufzumachen. Also es gibt diesen Paragraphen in unserer Verfassung. Man kann enteignen, es wäre eine praktische Lösung für dieses drängende Problem, was so viele Leute betrifft. Und gleichzeitig macht es eben diesen utopischen Horizont auf. Es macht diesen Horizont auf, zu sagen, es geht auch was ganz anderes. Und die Verbindung aus beidem, also wir können ein konkretes Problem lösen und gleichzeitig macht es eine Perspektive auf zu so einem, ja, wie stellen wir uns das Leben eigentlich ganz anders vor. Ist das, wie, also sozusagen spielt diese Frage um Vergesellschaftung, Sozialisierung, sowohl von Wohnraum, aber eben auch, oder sozialer Infrastrukturen, aber auch von Sorgearbeit, also ihr habt das ja in eurem Buch, diese ganze Frage der Sorgearbeit, zuletzt wieder aufgenommen. Wie diskutiert ihr das in Argentinien? Bueno, quisiera contar una experiencia que hicimos en particular Lucy y yo como parte del colectivo Ni Una Menos, que fue una alianza durante la pandemia con el sindicato de inquilinos e inquilinas. Porque, bueno, justamente desde el sindicato decían cada vez nos llegan más mensajes, sobre todo de mujeres lesbianas, travestis y trans con personas a su cargo. Entonces, ¿qué significa esto? Porque desde el sindicato no lo venimos pensando en términos feministas. Hicimos un manifiesto colectivo que decía, la casa no puede ser lugar de violencia machista ni de especulación inmobiliaria, porque justamente lo que nosotras estábamos relevando en ese momento de pandemia era un aumento de los casos de violencia doméstica por quedarse en casa, ¿no? Entonces estábamos en toda una problematización, una campaña de qué son esas casas. Veníamos de un momento de salir de las casas, de desconfinar las casas, de problematizar la estructura familiar de las casas y de repente la pandemia recoloca la cuestión de la casa como único refugio, mientras que las noticias eran que esas casas eran un infierno de deudas y de violencia doméstica y de especulación inmobiliaria. Entonces, esa capacidad de conectar, bueno, cómo la especulación inmobiliaria, la violencia doméstica está estructurando la cotidianidad en la pandemia, nos llevó a nosotras a reflexionar sobre el término de violencia propietaria, ¿no? Veíamos que lo que funcionaba era una intensificación de la violencia propietaria, que estaba tanto en el abuso de los dueños de propiedad, que se animaban a exigir cualquier cosa para renovar los contratos de alquiler, estaba también en las corporaciones inmobiliarias que, frente a una iniciativa muy importante del Sindicato de Inquilinos en Argentina, que fue una ley de alquileres para la regulación de alquileres, que fue una ley que se logró durante la pandemia, y la que tuvo una respuesta corporativa totalmente virulenta y agresiva por parte de las corporaciones inmobiliarias. De hecho, la ley, lo conversábamos con Lucy antes, no habla de expropiación, pero los grandes medios de comunicación y las corporaciones inmobiliarias agitaban el fantasma de esto es la expropiación, vienen por nuestros beneficios, le van a sacar la casa a un jubilado o una jubilada que vive de un alquiler, ¿no? Empezaron, y de hecho hubo una manifestación que se llamó, algunos medios lo llamaron, la rebelión de los propietarios contra la ley de alquileres. Entonces era interesante cómo la cuestión de la propiedad volvió a tener un lugar central en el discurso político, en la discusión pública, ¿no? Algo que muchas veces eso está solapado o está por detrás o no es tan explícito, que lo que se está debatiendo es la propiedad privada, ¿no? Y con la cuestión de la vivienda me parece que se articula esa discusión de fondo sobre la propiedad con la vida cotidiana, ¿no? Es una manera muy directa de llegar a la discusión de la propiedad. Y en Argentina la posibilidad, como decían antes, de este método de decir por qué la especulación inmobiliaria y la violencia de género encuentran en el problema de la vivienda un lugar fundamental, fue importante para politizar los desalojos, para politizar también que muchas mujeres fueron a tomar tierras también porque eran desalojadas de sus casas, también que muchas se iban de sus casas porque decían ya no vamos
a seguir tolerando la violencia doméstica, entonces nos vamos y vamos a ver dónde vivimos, pero esta idea de quedarnos en casa cuando ya podemos decir que esas casas son casas violentas, no vamos a ir hacia atrás, no vamos a dar un paso atrás respecto a eso. Entonces, esta noción de violencia propietaria para nosotras fue importante y nos permitió profundizar en un debate también que veníamos dando desde el feminismo sobre el vínculo entre deuda y vivienda. Es decir, lo que vimos en pandemia es que aumentaban las deudas por alquileres, para pagar el alquiler, tomar deudas para evitar ser desalojada, además de un registro de deudas que nosotras ya veníamos haciendo sobre la deuda para la vida cotidiana, la deuda para comprar alimentos, para comprar medicamentos, endeudarse para vivir, le decimos nosotras, y que este ha sido un tema que ha logrado en Argentina, gracias al feminismo, una politización de masas, porque en las últimas huelgas del 8 de marzo, la consigna acordada de todo el movimiento es la deuda es con nosotras y con nosotres, ¿no? Como una manera de plantear un antagonismo, un conflicto con la dinámica financiera. Tanto a nivel de la deuda pública, es decir, Argentina tiene en este momento con el FMI la deuda más grande de la historia del FMI, como nosotras desde el feminismo hemos logrado vincular esa macro deuda pública con efectos de políticas de ajuste y endeudamiento de los hogares. Es decir, hay una relación y una traducción directa entre la deuda pública, la deuda de los estados, con la obligación de tomar deuda para vivir, ¿no? Y hemos trazado todos esos circuitos y hecho pedagogía política feminista, le decimos nosotras, de cómo la deuda se convirtió en un mandato obligatorio, cómo la deuda es expresión también de la falta de autonomía económica y cómo hoy cuando hablamos de las casas y de las viviendas, estamos hablando de casas repletas de deudas, ¿no? Entonces, ese punto de la financiarización de la vida cotidiana, es decir, cómo intervienen las finanzas en la forma de la deuda para organizar la vida cotidiana como una especie de amortiguador respecto de la precarización y el empobrecimiento, como las finanzas aparecen como una especie de solución, ¿no? Es bueno, lo que permite en este momento seguir adelante a pesar de no tener suficientes ingresos. O sea, no tengo ingresos para pagar el alquiler, pero la deuda me permite por lo menos un mes más no ser desalojada, ¿no? Entonces, esa ambigüedad y ese mecanismo perverso de la deuda era también algo importante y que hemos venido trabajando en manifiestos, en consignas públicas, en distintas maneras de plantearlo en los sindicatos, en las capacitaciones políticas, en las distintas asambleas. Entonces, este me parece que es un punto importante porque la casa es otro de esos lugares donde la deuda aterriza, se hace concreta, se hace material, permite entender cuál es ese funcionamiento capilar de las finanzas en la vida cotidiana. E insisto, la alianza con el sindicato de inquilinos fue muy importante porque este sindicato está dando esta batalla en Argentina y la posibilidad de empujar con una perspectiva feminista, con una dinámica feminista, esta lucha por los alquileres fue clave en pandemia, cuando estaba en discusión qué significaba quedarse en casa. Muchas gracias. Katalin, ich würde jetzt noch mal bei dir weitermachen und der Frage, was tun sozusagen. Du sprichst immer wieder von strategischer Raumrückgewinnung, was ich einen coolen Begriff finde. Und vielleicht, wie holen wir uns eigentlich diese Stadt zurück? Wir haben ja jetzt diese Idee gehabt, uns da an den Munizipalismen in Spanien zu orientieren und diese Überlegung ist eigentlich, die Sorgen, ist sozusagen eine sorgende Stadt, ist das ein Projekt, was vielleicht auch unterschiedliche Kämpfe, aber eben auch unterschiedliche Anliegen, Bedürfnisse verbinden könnte. Was verstehst du darunter, wie siehst du das und was würde das vielleicht für Berlin heißen? Ja, also die Idee dieser Raumrückgewinnung, die kam eigentlich, als hier der Herbst der Besetzung ausgerufen wurde in Berlin vor 4 Jahren, als sich in der Stadt einige kollektive Bewegungen auf den Weg gemacht haben und diesen Herbst der Besetzung ausgerufen haben und Häuser besetzt haben.
was leider dazu geführt hat, dass unter dieser Landesregierung, unter unserer Regierung, die Polizei diese Hausbesetzung geräumt hat. Und diese Besetzung ging aber immer weiter. Also es wurden immer wieder neue Häuser besetzt. Und darin wurde ich dann wieder gefragt, naja, wie stehen Sie denn nun zur Hausbesetzung? Das ist doch hier irgendwie alles total kriminell. Und dann habe ich natürlich einerseits gesagt, also im Übrigen gab es auch in der DDR Hausbesetzung. Das ist immer ein ganz gutes Argument. Aber man muss auch wirklich sagen, dass Hausbesetzung ja eine gelebte Praxis von einer Raumrückgewinnung sind, einer Aneignungsstrategie, die eben sagt, wenn Leerstand, also wenn Räume spekulativ leer stehen, dann holen wir sie zurück. Das heißt eigentlich, würde ich immer, ich sage immer, das beste Mittel gegen kapitalistische Urbanisierung ist eigentlich die Entkriminalisierung von Hausbesetzungen. Und das hat eben was damit zu tun, dass man jedem Spekulanten schon vorher mitteilt, dass im Übrigen, wenn er seinen Raum leer steht, der dann einfach besetzt wird. Und deswegen glaube ich, ist das sozusagen der Ursprung. Ich habe diese Idee der Raumrückgewinnung dann ein bisschen weiterentwickelt, nämlich auf die gesamte kapitalistische Stadt und die Frage, das hat ja vorhin eingangs auch nochmal so ausführlich dargestellt, dass es ja um die Frage geht, wie in der kapitalistischen Stadt alle Räume der Marktlogik unterzogen werden und zu Verwertungsräumen werden. Und dass eine linke Perspektive oder eine linke Praxis eigentlich sein muss, diesen Verwertungsteppich zu durchlöchern und immer wieder Löcher reinzuschneiden in diesen Verwertungsteppich, um eben diese Verwertungslogik auszuhebeln. Und das kann man eben immer weiterdenken. Auch ganz konkret würde das dann zum Beispiel bedeuten, dass wir jetzt, wo wir sehen, dass es eine Krise der Shoppingcenter gibt, dass wir Shoppingcenter eben rausholen aus dieser Shoppingcenter-Logik und sagen, Mensch, die Stadt holt sich die Grundstücke zurück, wenn die Shoppingcenter schon leer sind und machen dort ein soziales Zentrum rein mit Wohnen, mit Schule und Kita und müssten stattdessen eben nicht die Grünfläche nebenan bebauen, wie das ja von dem SPD-Bausenator immer proklamiert wird. Das heißt, es ist eine ganz reale ein ganz realer Gegenentwurf zur weiteren Verwertungslogik von Stadtraum. Und ich will sagen, die Raumrückgewinnung ist für mich so wichtig, weil sie ist auch tatsächlich aus meiner Sicht eine wirklich linke Idee von Stadtentwicklungspolitik. Der Witz ist ja, dass in der Bundesrepublik das Baugesetzbuch ja eigentlich relativ gut von links zu gebrauchen ist, weil dieses Baugesetz ermöglicht ja weitreichende Eingriffe in die Eigentumsgarantie. Das heißt, nicht nur für Autobahnen kann enteignet werden, sondern eben auch für den Bau einer Schule. Es wird nur fast nie gemacht. Und deswegen muss man die Frage mal stellen, warum wird es nicht gemacht? Und deswegen ist die strategische Raumrückgewinnung für mich auf zwei Ebenen wichtig. Also zum einen geht es darum, politische Räume zurückzugewinnen. Das heißt also sozusagen auch eine diskursive Aneignung von Raum, das, was DEWI Enteignen jetzt macht. Barbara, du hast gerade gesagt, das war ja so klar, dass das irgendwie auch dass das sozusagen so ein Erfolgsmodell wird. Nee, das hörte sich so ein bisschen so an, weil rückblickend fragen einen ja immer alle, wieso ist das in Berlin jetzt mit der Enteignungsforderung so? Aber ich bin mir gar nicht sicher, was da alles zusammengekommen ist. Ich glaube, es ist wirklich auch Ausdruck dieser krassen Wut. Und die politischen Räume, die jetzt durch diese Enteignungsforderung mal wieder reingeholt wurden, die man sich angeeignet hat, die sind eben ein gutes Beispiel dafür, dass diese strategische Raumrückgewinnung eben zum einen darum geht, konkrete Räume zurückzugewinnen, Stadträume zurückzuerobern, Autobahnen mit Wohnhäusern zu bebauen oder Shoppingcenter zu beseitigen und Wohnhäuser hinzubauen oder eben auch Hotels zu sozialen Zentren umzuwickeln oder eben Hausbesetzung zu legalisieren. Das heißt, die Stadt auf Gemeinwohl zu drehen. Und das andere ist eben genau die Frage der politischen Räume und des Denkbaren. Und da ist es eben mit dem Mietendeckel. Ich finde das Beispiel, Vero, was du gerade gebracht hast, wir haben ja auch eine Mietenregulierung in Berlin auf den Weg gebracht, die genau auf jeden Fall auch sehr geschätzt wurde und wo wir auch den Aufstand der besitzenden Klasse hatten. Bei der Enteignungsforderung ist der Aufstand auch da, aber der ist noch nicht in dem Maße da, weil, sagen wir mal, die Frage, ob das wirklich
nicht in die Realität übersetzt wird, ja erstmal im politischen Raum entschieden werden muss. Und das ist noch lange nicht entschieden. Wir als Linke sind da sehr klar, dass wir das wollen. Das heißt aber noch lange nicht, dass nicht die SPD das in der Regierung trotzdem torpediert. Und das sind viele Wege zu gehen. Und beim Mietendeckel war das ein richtig krasser Aufstand. Und ich will sagen, dass als jetzt das Referendum in Chile gescheitert ist, hatte ich so einen Aha-Effekt. Ich war nämlich jetzt letzte Woche auch in Athen und habe mit meinen Genossen von Syriza gesprochen und sie gefragt, wie das nach der Krise eigentlich die letzten 10 Jahre weitergegangen ist. Und ob es jetzt eigentlich so ein verbindendes Momentum von dieser Krisengeneration gibt. Und die Verbindung zum gescheiterten Referendum in Chile und dieser Krise in Athen oder in Griechenland, also dieser Euro-Krise ist, das war super interessant, dass die Griechinnen meinten, dass sie wirklich jetzt darunter leiden, dass dieses neoliberale Subjekt so stark ist, dass eigentlich die Frage, wie viel Zeit uns bleibt für wirklich eine sozialistische Perspektive, dass das wirklich ein ernstzunehmendes Thema ist, wie sehr eigentlich diese Idee vom Neoliberalen selbst schon überall manifest ist, ja, oder wie stark im Prinzip die Krise das auch auszuhebeln vermag. Also das wollte ich einfach nur noch mal einstreuen, weil in der Mietendeckeldebatte war es tatsächlich so, dass Leute gesagt haben, aber es ist doch total ungerecht, wenn wir jetzt die Mieten beschneiden, weil dann diejenigen, die sich gerade eine Wohnung gekauft haben, ihre Wohnung nicht refinanzieren können. Und du dann gesagt hast, ja, aber es geht nicht darum, dass Wohnungen finanziert werden von Mieten, die viel zu hoch sind, sondern es geht darum, dass Wohnraum keine Ware sein darf, dass Mieten bezahlbar sein müssen und diejenigen, die schlechte Kredite haben, die haben halt ein anderes Problem. Und das können wir möglicherweise auch lösen, aber wir müssen den Kern fokussieren. Und deswegen will ich sagen, es geht wirklich auch um die Rückgewinnung des politischen Raums, nämlich der Diskurse, der Diskurshoheit, um die Frage, gibt es eigentlich eine andere Welt als dieses neoliberale Ich? Genau, und die andere sind eben die analogen Räume in der Stadt. Und das, glaube ich, ist wirklich ein sehr mobilisierendes Element, weil in den Nachbarschaften, in den konkreten Stadtkämpfen sind die Fragen, ist eine Schule erreichbar, ist ein Krankenhaus in der Nähe, sind Wohnungen bezahlbar, kann ich überhaupt die Pflegeeinrichtung bezahlen, die sind alle ganz konkret. Da lassen sich wahnsinnig viele Menschen mobilisieren. Das haben eben uns auch Bewegungen in anderen Ländern gezeigt. Und deswegen finde ich diese strategische Raumrückgewinnung richtig gut. Okay, danke, Katalin. Katalin hat auch jetzt wieder ein paar Stichworte gesagt, nämlich welche Infrastrukturen sind eigentlich wann, wo erreichbar. Und ihr habt in einem eurer Texte, habe ich den Begriff gefunden, ihr sagt, es braucht eine dichte soziale Infrastruktur. Caro, vielleicht kannst du dazu noch mal sagen, ist nicht diese Frage von Sorgeinfrastrukturen in der Stadt genau die Schnittstelle, wo sozusagen feministische Perspektive und, oder sozusagen eine Schnittstelle, ich will gar nicht sagen die, wo feministische Perspektive und Stadtperspektive zusammenkommen? Oder wie denkt ihr das und was meint ihr damit genau? Voll. Also eine Perspektive würde ich auch sagen. Und vergesellschafteter Wohnraum oder unsere Forderung danach ist auch nur ein Baustein in so einem Komplex nach unserem Wunsch nach einer anders organisierten Gesellschaft, nämlich an den Bedürfnissen von Menschen und nicht an Profiten. Und dafür ist es total essentiell, dass es eben eine dichte Infrastruktur gibt, also dass der Zugang zur Sorgeinfrastruktur gewährleistet ist, weil sonst ist auch eine andere demokratische Mitbestimmung und Verwaltung von Wohnraum, wie wir sie ja fordern, gar nicht möglich. Denn wir möchten ja nicht nur, dass die Wohnungen in kommunalen Bestand vergesellschaftet werden, sondern dass sie eben überführt werden in eine Anstalt öffentlichen Rechts, wo auch eine demokratische Mitbestimmung der Ausgestaltung des Wohnraums, der Vergabe der Wohnungen möglich ist. Und das ist natürlich nur möglich, wenn alle Menschen sich daran beteiligen können und nicht nur solche, die sowieso Zeit haben. Und dafür sind dichte soziale
Infrastruktur natürlich essentiell, weil politische Mitbestimmung, das merken wir auch in unserer politischen Praxis, braucht Zeit und die muss man erstmal haben. Genau, ich habe es schon angesprochen, dafür ist es natürlich total wichtig, dass ja, die Infrastruktur der öffentlichen Daseinsfürsorge ausgebaut wird oder nicht weiter kaputt gespart wird. Und Ausdruck davon ist oder war auch, dass wir eng zusammengearbeitet haben mit der Berliner Krankenhausbewegung, weil wir finden, dass die Kämpfe um Wohnraum und Gesundheit zusammengehören. Hier geht es in beiden Fällen darum, dass Grundbedürfnisse nicht weiter für Profitmaximierung kaputt gespart werden. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und wir werden das auch weiterhin machen, damit wir in einer ja, lebenswerten Stadt wohnen können. Und ja, also wie gesagt, die Infrastruktur gehört für uns als Kampagne mit dazu, damit es eine Stadt ist, in der wir gut wohnen können. Es reicht nicht, einfach irgendwo eine Wohnung zu haben, sondern es braucht auch das Drumherum. Okay, super, danke dir. Vero, ich würde jetzt sozusagen quasi in der letzten Runde, bevor wir dann auch nochmal ins Publikum öffnen, wollte ich jetzt nochmal auf diese Frage kommen, was ich am Anfang gesagt habe, was hat eigentlich sozusagen jetzt eine feministische Perspektive auf auch damit zu tun, wie wir Politik machen in diesem Raum. Und du hattest ja vorhin schon so ein paar von diesen Slogans angesprochen, in denen irgendwie diese Kämpfe sich so verdichten. Ich hatte es auch ein paar genannt. Ich fände es super interessant, wenn du noch mal sagen oder ein bisschen erzählen könntest, wie ihr eigentlich konkret arbeitet. Also wie kommen diese Verdichtungen zustande? Geht ihr vor in eurer politischen Praxis, gerade in diesem Blick auf so eine Verbreiterung und Popularisierung feministischer Forderungen? Also genau, kannst du ein bisschen über eure konkrete Praxis erzählen? Bueno, creo que hay muchas dinámicas de muchas organizaciones y de muchos colectivos. En el caso nuestro como colectivo Ni Una Menos, mucha de nuestra práctica tiene que ver con elaboración en asambleas, en talleres. Ah, más cerca. Ahí. Tiene que ver con crear espacios colectivos, ser parte de espacios colectivos de elaboración política, donde se discute qué es lo prioritario, qué tipo de iniciativa podemos hacer, con qué recursos contamos y qué tipo de coordinaciones harían más fuerte esa iniciativa. Creo que si tendríamos que listar una serie de procedimientos, creo que las asambleas, los talleres, los debates que se organizan son parte de ese proceso político, ¿no? Que en las huelgas o en ciertas movilizaciones tienen un momento de altísima condensación, pero que se despliegan como proceso político más allá de esas fechas concretas de movilización. Y creo que eso es lo interesante, cómo sostener espacios de elaboración política, sean pequeños, sean más grandes, sean capaces de estar coordinados a distintas escalas, lo que permite esa suerte de permanente capacidad de pregunta, de elaboración y de problematización. En el caso nuestro, como decía, son muy importantes las reuniones, los talleres. De hecho, tenemos un trabajo con Lucy que hacemos especialmente con compañeras de una asamblea feminista de una villa de la ciudad de Buenos Aires que están discutiendo justamente qué es una urbanización feminista de un barrio popular. ¿Qué significa conseguir las casas cuando esas casas vienen con deudas en sus títulos de propiedad? ¿Qué significa cuando los proyectos de vivienda de los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires son extremadamente precarios? ¿Qué significa que esa urbanización se hace poniendo empresas transnacionales en el barrio como una forma de civilización de los barrios populares? Es decir, todos esos debates son muy importantes, tienen su lugar de trabajo en estos talleres, en estas conversaciones, en estas asambleas, y desde ahí se piensa qué iniciativa pública, qué iniciativa de comunicación, qué manera de producir un documento, producir una consigna, producir una iniciativa legislativa,
convocar alianzas con distintos sectores. Y en ese sentido, la cuestión de los cuidados, por ejemplo, fue tan importante en pandemia, produjo muchas de estas iniciativas. Por ejemplo, una consigna en plena pandemia que decía: nos sostienen las redes feministas, como una manera de dar cuenta de esas infraestructuras que hacían posible la vida en el medio de la emergencia. Y sobre todo, saliendo de el lugar reducido de la casa, ¿no? También se decía, nos quedamos en nuestros barrios, hacemos más fuertes las redes, ¿no? Como para desafiar también la espacialidad del confinamiento doméstico, porque sentíamos que veníamos de una gran experiencia de movilización y de apertura y de repente nos teníamos que quedar encerradas en las casas por cuestión de emergencia sanitaria, pero cómo cuidarnos sin perder esos vínculos políticos. Cómo hacer frente a la emergencia a partir de estas redes y de estas infraestructuras populares y feministas. Yo creo que hay algo interesante del movimiento feminista, que es esta necesidad de elaboración permanente, ¿no? Porque producir narrativas, producir conocimiento, produce poder para el movimiento feminista. Me parece que eso es muy claro cuando se logra nombrar de manera correcta qué son las violencias. Eso libera capacidad de pensar iniciativas. A la vez nos desplaza, nos corre del lugar de víctimas, que simplemente padecemos o somos afectadas. Podemos nombrar esos procesos, podemos dar cuenta de cuáles son sus causas y podemos pensar iniciativas en varios niveles. Y en ese sentido, creo que la experiencia, por ejemplo, de la legalización del aborto fue muy importante por la capacidad de articular planos políticos muy distintos. El plano de la movilización en la calle, el plano del lobby parlamentario, el plano de la discusión al interior de las familias y de las escuelas, el plano de confrontación con las iglesias. Es decir, se trabajó en muchísimos niveles con ese objetivo común. Y eso también hizo multiplicar los espacios de debate y de organización política. Y creo que la pregunta permanente por cómo sostenemos, cómo nutrimos esos espacios de encuentro, elaboración y capacidad operativa, ¿no? Diría que son las tres cosas a la vez, que siempre son difíciles y ahora más por lo que decían las compañeras. Porque hoy el problema es la disputa por el tiempo. ¿Quién tiene tiempo para dedicarle a estos espacios políticos, a las reuniones, a las asambleas, a la organización, cuando tenemos jornadas laborales cada vez más largas, cuando necesitamos trabajar más para ganar lo mismo? Entonces, hay una disputa por el tiempo, después de la pandemia, de esta reorganización sensible y logística que ha significado la pandemia en nuestras vidas, que se ve muy claramente en lo difícil que es hoy sostener con tiempo los espacios colectivos. Ich würde noch eine Nachfrage stellen. Ich würde noch einmal nachfragen, und zwar vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was ihr da macht, ist ja so eine Art militante Untersuchung, also gleichzeitig Analyse und Bildungsarbeit auf eine Art. Also sozusagen ihr erarbeitet gemeinsam eine Beschreibung oder auch Analyse der Situation und die dann wiederum entwickelt politische Kraft. So verstehe ich dich. Kannst du noch mal ein bisschen noch was dazu sagen, wie ihr das macht und das, genau. Bueno, yo utilizaría ese término. No sé si todas las compañeras, compañeres utilizarían el mismo término. Pero sí creo que en lo que habría un acuerdo es en que el papel del movimiento feminista es fuertemente político-pedagógico. Que hay una disputa por las pedagogías, hay una disputa por los contenidos en los medios de comunicación, en las universidades, en las escuelas. Por algo podemos reconocer en las campañas de la llamada ideología de género, ¿no? Las campañas neoconservadoras, que toman como objetivo justamente los medios de comunicación, los contenidos en las escuelas y en las universidades y las cuestiones sexuales y de género, justamente porque nosotras las hemos puesto en la línea de batalla, en la línea de frente, no como un tema secundario y subsidiario, sino como un tema central, justamente en lo que decía al principio, en cómo se articulan y cómo esas violencias son un punto de entrada que nos permite leer todas las violencias.
Creo que esa centralidad y ese desplazamiento estratégico que hemos hecho, bueno, la contraofensiva neoconservadora, reaccionaria, la lee muy bien, ¿no? Y entonces apunta a esas dimensiones como dimensiones justamente estratégicas. Y en ese sentido me parece que hay algo también interesante del movimiento feminista, y lo decían las compañeras de distinta manera, que es que no puede dar por sentado muchas cosas, que no sabemos qué significa una vivienda feminista, que hay que pensarlo, inventarlo y discutirlo. Que no sabemos, decimos nosotras, qué significa hacer una huelga feminista cuando muchas de las compañeras no pueden hacer huelga. Entonces hay que inventar una forma feminista de hacer la huelga. Entonces, partir de ese punto de interrogación, de que no tenemos una línea política completamente definida de antemano, yo creo que involucra una dimensión investigativa y de pedagogía política en la propia práctica. Y eso me parece que es algo interesante, porque hace del movimiento feminista un movimiento muy heterogéneo, pero en estado de interrogación. O sea, que para hacer cosas, para tener iniciativas, requiere un nivel de autorreflexión, ¿no? Y de problematización de con qué recursos contamos, qué tipo de alianzas tenemos que tener, de qué manera vamos a sostener eso en el tiempo, que necesariamente implica una dimensión para mí reflexiva, que es directamente política. Super, vielen Dank. Muchas gracias. Katalin, ihr habt ja zumindest jetzt so für die Partei gesprochen, auch schon die politische Praxis so ein bisschen revolutioniert mit deinem Wahlkampf zur ersten Legislatur, aber jetzt auch nochmal wieder, weil ihr einfach in einem Maße, wie es wenige andere zumindest bisher gemacht haben, gesagt habt, wir stehen da nicht an einem Infostand und geben irgendwelche Flugblätter raus, sondern wir gehen dorthin, wo die Leute leben und reden mit denen über die Fragen, die sie beschäftigen und versuchen. Und das ist ja sozusagen, ohne das jetzt übertreiben zu wollen, aber es ist sozusagen so ein erster Schritt in diese Frage, wie kommen wir eigentlich zu einem gemeinsamen Verständnis dessen, was unser Problem ist. Nicht die Partei kommt und sagt, wie es ist, sondern wir gehen so in einen Dialog. Wenn wir jetzt versuchen, nochmal drüber nachzudenken, was würde jetzt so eine feministische Perspektive auf die Art, wie wir Politik machen, irgendwie heißen, was wäre das, also was sind die Dinge, die dir besonders am Herzen liegen, und kannst du dir vorstellen, dass solche Arten von Assembleas, Versammlungen, in denen wir im Kiez gemeinsam mit den Leuten die Problembeschreibung und dann auch die Lösung irgendwie entwickeln, in einem feministischen Feld möglich sind, und was könnte das in Berlin konkret sein? Also du hast diese P4Free-Kampagne irgendwie angefangen, aber vielleicht hast du ja noch ein paar andere Ideen. Ja, ich habe ganz viele Gedanken zu der Frage. Ich versuche mich zu sammeln. Also ich glaube, ich kann ganz gut bei dem anknüpfen, was Vero gesagt hat, nämlich die Frage, du hast gesagt, wir haben Macht geschaffen und neue Handlungsgrundlagen geschaffen. Und das ist etwas, was mich eigentlich auch die letzten Jahre sehr inspiriert hat und auch nach den Platzbesetzungen in Europa und dieser Frage, wie es gab in den Krisenprotesten damals, bei Blockupy gab es so ein großes Plakat, The fear is on the other side now. Und das finde ich so gut, weil das eigentlich mich wurde neulich von einem sehr unpolitischen Menschen, also sehr, ja doch relativ unpolitischen Menschen gefragt, wie ich das eigentlich überlebe mit diesem System, was ja sehr anstrengend ist und wo Politik machen eben auch immer ein ständiger Kampf bedeutet. Und dann habe ich gesagt, das, was mich eigentlich am Leben hält, ist, dass eine reale Handlungsmacht immer wieder denkbar ist und dass man also über Selbstwirksamkeit diese Handlungsmacht herstellen kann. Und das heißt eben im Zweifelsfall auch einfach Dinge machen. Und das haben wir ja 2016 auch gemacht. Wir haben eigentlich radikal mit dem Parteidesign gebrochen, haben einfach gesagt, es geht gar nicht mehr darum, ob der Flyer schön layoutet ist und man sieht, dass das jetzt irgendwie ein linke Design ist, sondern wichtig ist der Content. Und dann haben wir einfach die ganze Nachbarschaft mobilisiert und haben mit A4-Flyern gegen das große Kommerzfestival Lollapalooza im Treptower Park mobilisiert
Und ich war da in einer totalen Minderheitenposition und habe auch gegen meine Partei da mobilisiert. Und das hat am Ende eben auch dazu geführt, dass wir die Nachbarschaft sehr, sehr gut zusammengeholt haben und viele Leute, die eigentlich schon abgeschlossen hatten mit Politik, gesagt haben, Mensch, irgendwie finden wir das gut und kommen wieder zurück. Deswegen ist für mich diese lokale Perspektive ganz, ganz wichtig. Und ehrlich gesagt, du hast auch gefragt, was ist für dich so die große Herausforderung oder was für dich jetzt so wichtig? Für mich ist, glaube ich, gerade wirklich wichtig, auch die Vorstellung, also sozusagen diese Handlungsmacht nicht aus dem Auge zu verlieren und auch den Anschluss zu behalten, weil ich habe den Eindruck, es passiert so viel, wir erleben so viele Mobilisierungen, alleine der Pflegestreik, also die Krankenhausbewegung letztes Jahr, die in einem wahnsinnigen Tempo auf einmal so stark geworden ist und auch dann so viel gefordert hat und dann auch unsere Regierung so stark gefordert hat, wo ich irgendwie immer dachte, wie schaffen wir das jetzt auch in der Regierung, eine Zustimmung zu diesen Forderungen herzubekommen, weil eben diese reaktionären Positionen ja auch in dieser Regierung so stark sind. Also wir könnten ja auch lange darüber reden, was bei DB Enteignen und der Umsetzung in der Regierung gerade alles schiefläuft. Und das hat ja auch etwas damit zu tun, dass die Form, wie wir Politik machen, in dieser Repräsentation, dass die total schlecht ist. Und dass, wenn wir über feministische Politik machen oder Feminisierung von Politik reden, ja auch über feministisch Regieren reden könnten und das wahrscheinlich dann die Anschlussveranstaltung von heute Abend ist. Aber ich auf jeden Fall sagen will, dass das aus meiner Sicht wirklich ganz große Mobilisierungen sind, die laufen. Ich erlebe mich selber oft im Parlament, das Gefühl habe, das, was hier drin gerade stattfindet, passt überhaupt nicht zu dem, was draußen stattfindet. Und das ist ja für uns als linke sozialistische Partei schon die Aufgabe, da eine Brücke zu bauen und irgendwie die Türen zu öffnen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Anspruch immer gewesen, den ich mir eben auch bei den munizipalistischen Bewegungen abgeschaut habe, dass es darum geht, Machträume zu öffnen. Also so viel wie möglich Durchlässigkeit herzustellen und Macht umzuverteilen, real umzuverteilen, wo immer es geht. In Zugang zu Ressourcen, in Zugang zu Wissen, in Einbeziehung, in Kollektivierung von Prozessen und so weiter. Und das ist natürlich eine extra Aufgabe, die sehr, sehr anspruchsvoll ist. Und vor allem ist es keine Normalität in unserer Partei nicht und auch in diesem parlamentarischen System überhaupt nicht. Und was ich mir sehr konkret jetzt mit Blick auf diese Energiepreiskrise irgendwie schon anschaue, ist, was kommen da für konkrete Momente auf uns zu? Und da haben wir zum einen das ganze Thema, wie gehen wir damit um, wenn die Leute wirklich dann zu Hause frieren? Wie holen wir sie quasi raus? Also wie können wir auch diese Idee von dem Netzwerk der Wärme, was jetzt hier in Berlin unter unserer Sozialsenatorin Katja Kipping auf den Weg gebracht wird, wie können wir das mit Leben füllen und wirklich so zu einem kollektivierenden Prozess machen? Da kann man sicherlich vieles denken und auf den Weg bringen. Und ein anderes Thema ist, wir hatten darüber vorher schon geredet, weil eben feministische Praxis und die Bewegung in den letzten Jahren genau viele Dinge auf den Weg gebracht haben, das ganze Thema der Pflegeheime. Also wenn wir darüber reden, dass Deutsche Wohnen ja nicht nur Wohnraum in Größenordnung gekauft, finanzialisiert hat, sondern eben auch Pflegeheime und alten Wohnheime, die früher mal in Eigentum des Landes Berlin waren oder der Bezirke, und zwar in Größenordnung, dann könnten wir jetzt eigentlich in den nächsten Schritt gehen und sagen, wir wollen auch Pflegeheime enteignen und kommunal verwalten und wieder die alten Heime zurück in die kommunale Hand bringen. Denn jetzt, wenn wir überlegen, dass die Energiepreise von den Konzernen auf die sogenannten Kundinnen, also die zu Pflegenden, umgelegt werden und wir wissen, dass viele Familien sich jetzt schon diese Pflegeplätze vom Mund absparen, dann ist das sicherlich ein Momentum, wo wir sehr, sehr mobilisieren können und viele Menschen auch verstehen, aha, klar, die Pflege muss raus aus dieser Marktlogik. Eine ganz konkrete Idee, aber ich glaube, wir werden jetzt im Herbst vor allem Schnelligkeit gebrauchen können, Schnelligkeit im Agieren, weil ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der diese großen Schieflagen auf uns
zu rasen, die ist sehr, sehr hoch. Und da bin ich eigentlich für ganz viele Mobilisierungsideen zu haben und vor allem eben, dass wir die Kämpfe dann auch verbinden, ganz konkret, und überlegen, wo sind die Schnittstellen. Okay, danke dir. Jetzt letzte Frage an euch. Das Politik machen verändern, war das auch für euch ein wichtiges Moment oder sozusagen Motiv, diese feministisch enteignen Flinter-Vernetzung zu gründen, dass ihr auch verändern wolltet, wie in der Kampagne Politik gemacht wird oder überhaupt, nicht nur in der Kampagne, sondern insgesamt? Ja. Und ich freue mich schon die ganze Zeit, dass wir jetzt auch endlich an der Reihe sind, weil ich finde diese Frage ganz toll. Und ich glaube, ich würde aber gerne wieder da anfangen bei dem, was Vero am Anfang gesagt hat, nämlich die Massenbewegung, in die man reingehen muss, die eben auch eine feministische Bewegung sein muss und die aber auch nur zur Massenbewegung wird, weil es diese starke feministische Stimme darin gibt. Und ich glaube, das gilt auch für deutsche Wohnenteignen. Also ich glaube erstmal, das ist grundsätzlich ein sehr offener Raum und schon dadurch feministisch. Es ist eine sehr heterogene Gruppe und die hatte von Anfang an den Fokus darauf, eben mit den MieterInnen zu sprechen, Haustürgespräche zu machen, ganz, ganz viele Kontakte zu sammeln. Viele von uns, die dabei sind, sind zum ersten Mal in der Form politisch aktiv und ich glaube, das ist eine Stärke. Und insofern war es, glaube ich, von Anfang an auch ein feministischer Kampf. Wir mussten das aber explizit machen und stärken. Und ich bin super froh, dass wir das gemacht haben, weil ich glaube, Stadtpolitik, so wie auch viele andere politische Felder, war eigentlich traditionell immer sehr stark von Männern besetzt. Und DWE ist halt für uns ein Beispiel, dass wir das explizit anders machen wollen. Dazu gehören ganz viele verschiedene Aspekte. Unsere Pressearbeit zum Beispiel ist kollektiviert, also es bedeutet, es gibt eine Umverteilung von Presseanfragen, damit nicht immer die gleichen drei Personen und vor allem nicht immer die gleichen drei Männer sprechen. Wir machen Aufgaben und Aktionen ganz häufig im Buddy-System, so wie wir beide auch hier zu zweit sitzen, damit sich eben möglichst viele trauen, auch mitzumachen und auch Sachen zum ersten Mal zu machen. Es gibt so einen regelmäßigen Flinter-Austauschraum, der ist ganz ehrlich auch dafür da, um sich zwischendurch auskotzen zu können. Der ist aber auch dafür da, dass wir uns eben gegenseitig unterstützen, dass wir uns Feedback geben und dass wir uns ermutigen, nach vorne zu gehen. Und da ist halt klar, dass deutsche Wohnenteignen ja auch nicht frei ist von patriarchalen Strukturen, in denen wir alle aufgewachsen sind und auch nach wie vor leben. Und wir brauchen und wollen diese Vernetzung, um das eben explizit anders zu machen. Und dafür haben wir es auch gegründet. Und das können wir nur zusammen schaffen und nicht als Einzelne. Und ich habe neulich über eine Weinschorle mit einer Mitstreiterin von uns gesprochen, die dann irgendwann im Gespräch gesagt hat, ich will das, was ich bei DWE kriege, immer bekommen. Und das war für mich so ein schöner Satz. Und ich glaube, was sie damit gemeint hat, ist das Gefühl, dass wir Dinge gemeinsam machen, dass wir halt aufeinander achten, dass wir uns gegenseitig in unserer Intuition und in unserer Arbeit bestärken, dass wir uns bei Misserfolgen nicht im Stich lassen, sondern uns gegenseitig auffangen und dass wir unsere Erfolge gemeinsam feiern. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben so gefeiert worden wie bei DWE und ich habe auch andere noch nie so sehr gefeiert für das, was sie geschafft haben, was sich getraut haben. Und darin liegt ja Selbstwirksamkeit, so wie Katalin das vorhin gesagt hat. Also dadurch werden wir eigentlich so mächtig. Und ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, dass der Raum da ist, damit sich alle ausprobieren können und sich neue Dinge trauen. Dazu gehört auch eine akzeptierende Fehlerkultur, an der man immer arbeiten kann, finde ich. Und eben auch Dinge einfach zu machen, auch wenn sie vielleicht manchmal gegen alles stehen, was einen so umgibt an Umgebungsvariablen, aber es trotzdem einfach zu machen. Und so gegenseitig gemeinsam stark zu machen gegen diesen Backlash, den es einfach gibt, weil wir es eben wagen, die Eigentumsfrage zu stellen. Dass wir die ganze Arbeit, die wir leisten, auch nicht ungesehen lassen. Also dass wir in den Gruppen, in denen wir sind, auch explizit darauf achten, dass die viele Sorgearbeit, die ja in einer politischen Initiative auch notwendig ist und die vor allem von Flinter gemacht wird, immer wieder sichtbar gemacht wird. Und dass wir unsere Arbeit so organisieren, dass wir auch darauf achten, dass die Beteiligung von Flinter so einfach wie möglich wird, indem wir zum Beispiel auf die Verteilung von Redeanteilen achten, Diskussionen möglichst hierarchiearm organisieren, Wissenshierarchien versuchen abzubauen. Genau, und da gibt es irgendwie verschiedene Projekte. Für uns gehört auch dazu, Gründungsgeschichten sind ja auch ganz häufig stark männlich geprägt. Also die Geschichte politischer Arbeit wird häufig von Männern, für Männer, über Männer erzählt.
Auch das wollen wir ein bisschen anders machen. Und da ist, glaube ich, bei uns noch ganz viel Luft nach oben, weil unser ganzes Projekt trotzdem sehr stark auch von Zeitdruck geprägt ist und von hoher Arbeitsintensität. Das bedeutet zum Beispiel, dass auch für Menschen mit Sorgeverantwortung nicht immer ganz einfach ist, sich bei uns einzubringen. Und das ist was wir eben konstant reflektieren wollen und was wir anders und besser machen wollen. Dazu wird es zum Beispiel auch ein Kapitel geben in unserem nächsten Buchprojekt. Wir haben ja gerade ein Buch rausgebracht, das Gelbe Buch. Ganz tolles Ding, ich kann es nur empfehlen, wie Vergesellschaftung gelingt. Und jetzt arbeiten wir an einem lila Buch. Es gibt manchmal so Momente, da kommt alles zusammen, die Farbe, das Thema. Das ist großartig. Ich freue mich sehr darauf. Genau, und ich bin einfach sehr froh, dass wir diese Vernetzung haben, um diese Projekte umsetzen zu können, um diese Arbeit anders machen zu können. Und ich glaube, ich würde sagen, wir machen es einfach trotzdem, auch wenn, vielleicht auch gerade weil wir noch nicht feministisch regiert werden. Und wir werden es trotzdem schaffen. Sehr schön, vielen Dank. Ja. 10 Applaus. Okay, jetzt sind wir schon in der Zeit ganz schön weit fortgeschritten, aber dennoch wollen wir zumindest jetzt noch so 20 Minuten, eine halbe Stunde gerne euch die Möglichkeit geben, euch an der Diskussion zu beteiligen, Fragen zu stellen oder auch Kommentare, Anmerkungen. Genau. Wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, ich weiß nicht, ob ihr hier nochmal aufeinander. War da eine Meldung? Noch habe ich es nicht gesehen. Hola, hola. La pregunta la voy a hacer en español. Buenas noches a todos. Habiendo escuchado lo expuesto por las expositoras presentes y tomando en cuenta que la temática es y a largo plazo también. Claramente se puede hacer cosas a corto plazo y se está haciendo, los movimientos se están cocinando, se podría decir. Pero tomando en cuenta la forma de vida que se está presentando actualmente en Berlín, ¿qué tenemos para los siguientes meses, años? ¿Qué deberíamos hacer como en este tema de feminismo como mujeres? ¿De qué manera podríamos lograr de que de alguna u otra manera se establezca estos parámetros para nuestro propio beneficio, no solo como mujeres, sino como seres humanos? Porque realmente está muy complicado lo que se viene en adelante. Obviamente la organización comunitaria nos ayuda a conocernos, a apoyarnos, pero tomando en cuenta la política, ¿qué hacemos? ¿Qué presentan? ¿Qué propuestas hay y qué podríamos hacer juntas? Porque realmente en las marchas del 8 de marzo aquí en Berlín somos tantas mujeres caminando en la calle y gritando y haciendo música y reclamando tantos puntos, pero yo también he notado que estas marchas parece que el gobierno los toma como un simple día y nada más y no los escucha en serio. Y hay muchas agrupaciones con distintos nombres que tratan de hacer movimiento en la ciudad para que mejoren las cosas, pero a lo mejor habría que unirnos todas esas organizaciones en uno también para la marcha del 8 de marzo, no solamente eso, sino para todas las peticiones que tenemos, porque realmente son complejas y necesitamos movernos pronto porque… creo que este barco se está hundiendo y no queremos hundirnos juntos, ¿no? Me gustaría que nos salvemos. Bueno, gracias. Si tienen propuestas a corto y a largo plazo, sería maravilloso. Muchas gracias. Danke. Gibt's noch? Ich frage erstmal noch, ob es noch mehr. Genau. Da noch eine Meldung, Jule. Und da hinten? Ihr müsst euch, ich habe es jetzt nicht so gut gesehen, vielleicht meldet ihr euch noch. Hallo, genau. Vielen Dank. Es war sehr spannend und ich würde gerne eine Frage stellen und zwei Aspekte reinbringen, obwohl ich natürlich weiß, dass man nicht alle Aspekte abdecken kann. Zunächst mal
ganz nebenbei, mir hat so ein bisschen der ökologische Aspekt gefehlt, weil ich finde Sorge, Ökonomie, Feminismus, also gerade in Bezug auf irgendwie quasi eine andere Form des Zusammenlebens, scheint mir wichtig. Und dann auch gerade, weil Katalin, du das angesprochen hast und ihr habt den Pflegestreik und die Verbindung zum Pflegestreik angesprochen. Und ich dachte mir, diese Rekommunalisierung von Pflegeheimen oder Einrichtungen ist natürlich wichtig, aber im Grunde müsste man ja feministisch auf eine ganz neue Form von Einbindung und auch von Wohnstrukturen achten. Also beispielsweise, es gibt eine sehr, sehr starke Bewegung quasi von Menschen mit Behinderungen, die gegen quasi Einrichtungen sind, die ja auch durch Gentrifizierung geprägt sind, weil dann entweder quasi Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sehr weit außerhalb sind und generell in wirklich desolatem Zustand oder quasi in dieser Idee der neoliberalen Inklusion quasi dann Leute in Einzelwohnungen in irgendwie Dörfer außerhalb geparkt werden, weil es kostengünstiger ist. Und ich glaube, dass es da auch ganz starke Verbindungspunkte gibt und auch einfach nochmal die Frage, wie sind eigentlich Häuser und Wohnungen strukturiert? Ich finde, das ist gerade in der Pandemie diese Frage von wirklich so ganz praktischer, wie sind Häuser in Zimmer und Wohneinheiten eingeteilt und wie können wir das anders machen, dass wir nicht irgendwie in unseren quasi abgegrenzten Schuhschachteln leben, wie es vom Kapital gerne vorgesehen wäre. Das zur einen Frage. Und dann dachte ich auch noch an den Punkt quasi des Streikens und der Rekommunalisierung. Und da ist ja auch immer die Frage der Legitimation, der politischen Legitimation. Und was ich ein sehr, sehr, sehr imposantes Beispiel fand, war während der Austeritätskrise in Spanien, die PAH, die Plataforma de los Afectados de las Hipotecas, die quasi besetzt haben, aber eben nicht quasi das typische Milieu von Leuten, die geswottet sind, sondern eben raus und quasi mit den Leuten, die ihre Häuser verloren haben, aufgrund der Privatverschuldung, aufgrund der Austerität, die Häuser wieder besetzt haben. Und ich finde, sie haben das halt dadurch geschafft, erstens mal diese Praktik des Besetzens einfach raus aus so dem linken Alternativmilieu zu bringen und halt auch in einem Moment, wo natürlich quasi durch die Finanzkrise und die Bankenrettung das Kapital in eine massive Legitimationskrise gekommen ist, haben sie halt quasi den Legitimationsmoment von Eigentum umgekippt. Von wegen, was seid ihr so dreist, dass ihr uns jetzt auch noch aus den Häusern rausschmeißt, nachdem ihr den Schaden verursacht habt. Und das fand ich eine Form von quasi Erweiterung der Streikpraxis, die ich total stark fand, auch in Bezug quasi auf Schuldenökonomie und Legitimationsmomente. Es gab jetzt zum Beispiel in der Habersaatstraße diese Besetzung von Menschen, die obdachlos sind, die ich sehr gut fand. Und genau, ich wollte euch gerne fragen, ob euch da noch andere Beispiele einfallen oder andere Bewegungen. Könnt ihr euch nochmal melden, wenn ihr euch vorhin gemeldet habt, weil wir es vielleicht nicht gesehen haben? Okay, sonst würde ich, wollt ihr antworten? So rum einmal. Katalin, fängst an. Ja, ich finde, die Fragen passen ja ganz wunderbar zusammen, weil die Frage, wie kommen wir eigentlich ins Tun und ins Handeln und wie... Genau, wie organisieren wir uns gemeinsam, wie können wir konkret die Kämpfe verbinden, das ist ja eben jetzt das, was losgehen muss oder weitergeführt werden muss. Es gibt ja schon viele verbundene Kämpfe und es wird ja auch besser, wird ja nicht alles nur schlechter. Insofern ist es eine Frage, die sozusagen in die Zukunft gerichtet ist und ich finde, das Beispiel der PAH hat mich eben auch damals so bewegt und hat für mich eben auch eine neue politische Praxis tatsächlich gebracht. Also ich habe mich ja vor 20 Jahren bewusst entschieden, Mitglied einer Partei zu werden und bin in einer Organisationsstruktur, die aus einer gewissen Tradition kommt und für viele Leute überhaupt nicht zugänglich ist, weil sie das nicht gut finden, wie dort miteinander Politik gemacht wird. Und ich würde sagen, das Ringen, was wir gerade innerhalb der Linken erleben, ist auch ganz massiv verbunden mit diesen Auseinandersetzungen um die Frage, wie wollen wir eigentlich Politik machen? Und diese Neujustierung von Politik für sozusagen insbesondere so jüngere Generationen wie mich, aber viele andere auch, die wir eben auch durch dieses Erleben dieser Krisenproteste und der Handlungsmacht, die dort hergestellt wurden von den Menschen, und die politischen Praxen, die dort passiert sind, die haben eben mich politisch und organisatorisch total neu justiert. Und deswegen finde ich diese Frage, wie hat die PAH nicht nur diese Kapitalfrage sozusagen ganz klar offenbart, sondern auch, wie haben sie miteinander Politik gemacht? Also
immer sozusagen in großen Runden und immer anerkennend, wertschätzend den Menschen die Möglichkeit zu geben, zu reden, selber zu reden und nicht immer eine Stellvertreterpolitik zu betreiben. Und das ist tatsächlich, finde ich, auch dann auch die Frage, wie kommen wir in die Zukunft? Weil ich glaube, die Frage, wie wir Politik machen, ist die Voraussetzung dafür, was dann am Ende für Forderungen auch bei rauskommen. Und ich organisiere mich eben auch so in meiner politischen Praxis auf lokaler Ebene und finde es sehr, sehr wichtig und glaube, dass wir jetzt tatsächlich gucken müssen, wie können wir mehr solche Podien oder auch andere Arbeitsrunden schaffen, wo wir wichtige Akteure, AkteurInnen zusammenholen. Wie geht es weiter? Zum Beispiel auch in der, also man könnte als großes Thema ja auch die Krise der Schule nehmen. Wir haben in Berlin die Situation, also wenn wir über eine feministische Stadtpolitik reden, dann ist es natürlich völlig inakzeptabel, dass die SchülerInnen in Berlin zum Teil eine Stunde oder zur Schule fahren müssen. Das hat mit Nachbarschaftskontexten gar nichts mehr zu tun. Die Kinder werden eigentlich auch völlig rausgerissen. Die sind jetzt schon sozusagen auch in einem Moment, wo sie sich wie auf eine Universitätskarriere bewerben. Das ist auch ein riesiges Themenfeld, die Bildung, könnte man auch super mit reinnehmen. Deswegen die Frage, wie wir jetzt eigentlich mit den, verschiedenen großen Bewegungen, die in den letzten Jahren sich hier aufgestellt haben, in so eine Verbindung kommen. Das halte ich für gut. Ich glaube, die Rosa-Luxemburg-Stiftung könnte da mal einen schönen Bewegungsratschlag machen. Und ich finde, also ich kann sagen, für mich ist dieser Zugang über den Feminismus wirklich auch eine Rettung in all diesen wirklich desaströsen Politikprozessen, in denen wir immer nur verwaltend reinschauen und gucken, wie können wir irgendwie das noch retten. Und ich glaube, da lassen sich so viele Verbindungen ziehen. Und ja, das sind meine Gedanken dazu. Medo, möchtest du auf eine von den Fragen antworten? Die waren jetzt beide nicht so direkt an dich gerichtet, aber vielleicht möchtest du trotzdem noch ein Abschlussstatement, dann, bevor wir Schluss machen. No sé qué hacer en Berlín, pero no, quería comentar de lo que decía ella de la inversión de la legitimidad, ¿no? De cómo se logran, cómo los procesos de politización logran invertir la legitimidad justamente de, bueno, de la explotación, de la expropiación, de las formas de opresión. Y estas maneras de sintetizar esa forma en que el miedo cambia de bando, ¿no? En Argentina se decía, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Esa era la consigna. Pero con el caso de la deuda, también lo que, bueno, en uno de los trabajos que hicimos, que es un mapeo a nivel latinoamericano, pero no solo latinoamericano, sobre la crítica del endeudamiento y de la financiarización de la vivienda, y ahí está La Paz justamente comentando cómo ha sido esa experiencia, la pregunta fue quién le debe a quién, ¿no? Como invertir la posición de quiénes somos las acreedores de la riqueza colectiva, que es otra manera de plantear la pregunta por la reapropiación, ¿no? Entonces, invertir la cuestión de la deuda y decir la deuda es con nosotras, con nosotros, o plantear quién le debe a quién, me parece que son gestos políticos que surgen después de un proceso y que tienen esa capacidad de invertir, ¿no? el orden de cómo se piensa una situación, de cómo se piensa esa distribución de poder. Y que la idea de reapropiación surge, me parece, a partir de procesos concretos, ¿no? Necesitamos más servicios públicos para no endeudarnos para tener educación o para tener salud o para comprar alimentos a precio de dólar, por ejemplo. Entonces, creo que esos diagnósticos y esas maneras de ir invirtiendo ese sentido común reaccionario, que es el que surge en los momentos de precariedad, de crisis, de escasez, bueno, tiene que ver justamente con esa capacidad colectiva de reorganizar los elementos de análisis de la situación y a partir de ahí de tener prácticas que dan cuenta de esa otra posibilidad en términos de relaciones de fuerza. Ok, danke. Wollt ihr noch auf ein Abschlussstatement oder auf eine der Fragen antworten, auch wenn die vielleicht nicht so eine einfache Antwort haben?
Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für diese Frage, was man machen kann außerhalb von großen Protesten wie dem 8. März. Ich glaube, das ist total wichtig, dass und wir als Kampagne haben ja vor einem Jahr diesen Volksentscheid gewonnen, dem ein enormer Mobilisierungsanstrengung vorausgegangen ist. Aber wir sind natürlich jetzt trotzdem nicht fertig, sondern Protest verstehen wir natürlich nicht nur als singuläres Ereignis, auch wenn das natürlich für uns ein wichtiger Etappensieg war, sondern wir machen natürlich weiter, wir lehnen uns nicht zurück, wir sind weiter auf der Straße, wir sind weiter an den Haustüren. Gerade jetzt mit diesem Herbst, der uns bevorsteht, engagieren wir uns als Kampagne weiter in den Bündnissen zur Inflation, zu den steigenden Energiepreisen und werden dort auch wieder mit MieterInnen sprechen und auch konkret die Probleme der MieterInnen vor Ort erfassen, weil, wie gesagt, Vergesellschaftung ist ein wichtiger Aspekt, aber wir überlassen das nicht einfach nur der Politik, sondern wir sind weiter aktiv auf der Straße und wir werden auch auf Angebote aufmerksam machen, wie man konkret die Situation als MieterInnen verbessern kann mit Werkstätten gegen Nebenkosten, Abzocke und so weiter. Also wir arbeiten im Kleinen, im Konkreten auf der Straße und es sind natürlich alle herzlich eingeladen, sich weiterhin bei uns zu engagieren, damit wir zusammen auf Demos sichtbar werden, aber auch darüber hinaus zusammenarbeiten. Ja, da kann ich mich nur anschließen. So in die Richtung hatte ich auch schon gedacht. Genau, also vielen Dank für die sehr wertvollen Ergänzungen. Ich finde, das trägt ja immer am Ende sozusagen, das ist wichtig, dann nochmal Aspekte reinzutragen, die auf dem Podium noch gar nicht so angesprochen wurden. Und da war jetzt ganz viel dabei. Mir ist gerade eingefallen, die Flinter-Vernetzung bei Deutsche Wohnen Enteignung wurde tatsächlich zum 8. März das erste Mal aktiv. Also ist auch kein Zufall, das ist ja irgendwie auch klar. 2021, das war gut und trotzdem braucht es eben so eine Verständigung, wie Caro auch gerade gesagt hat und wie Vero am Anfang auch angesprochen hat. Ne? Also es braucht so eine selbstverständliche, starke feministische Perspektive in Massenbewegungen, weil ansonsten ändert sich nichts. So diese einzelnen Tage, die glaube ich trotzdem sehr wichtig sind, weil ne, sonst würden wir beide jetzt auch nicht hier sitzen, die brauchen wir und wir brauchen eben auch die Verstetigung. Zu dem Aspekt, wie muss Wohnraum eigentlich aufgeteilt und vergeben werden, das finde ich auch super spannend. Wir arbeiten gerade an unserer Broschüre zu unserer Anstalt öffentlichen Rechts, die erscheint hoffentlich im November. Das ist nochmal ein riesengroßer zweiter Schritt für uns. Wir haben vor einer Weile die Gemeinwirtschaftsbroschüre rausgebracht, wo auch ganz viel zu unserem Vergesellschaftungsgesetz mit drin steht und jetzt geht es eben nochmal konkret um diese Anstalt öffentlichen Rechts und da ist das Thema Vergabe und Mitbestimmung natürlich ein ganz großer Punkt, also wie muss Wohnraum eigentlich aufgeteilt werden, genau das, was du auch angesprochen hast. Dazu zählt für uns eben eine starke Mitbestimmung, zum Beispiel in Form von MieterInnenräten, die dann eben gemeinsam in ihren Siedlungen entscheiden können, was brauchen wir hier eigentlich, um das nicht auf so eine sehr hohe, weit entfernte Ebene zu heben. Und ich finde eben ganz klar auch die Umgestaltung von Wohnraum entlang der Bedürfnisse der Menschen, die da wohnen wollen. Das ganze Thema, was hat das eigentlich für ökologische Auswirkungen, auch wirklich zentral. Ich bin sehr froh, wir haben bei uns eine Taskforce sozial-ökologische Vergesellschaftung, klimagerecht enteignen. Wir haben ja im Moment diese ExpertInnen-Kommission an der Backe, die uns leider noch eine Weile beschäftigen wird und jetzt gerade darüber berät, ob das denn möglich ist, eine Frage, die schon lange geklärt ist. Wir machen parallel dazu eine Veranstaltungsreihe, wo wir Fragen besprechen, die wir wichtig finden. Die letzte Veranstaltung dazu war Ende August zum Thema sozial-ökologische Vergesellschaftung. Das ist auch aufgezeichnet worden, weil das natürlich total zentral ist. Der Gebäudesektor ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der Klimakrise und auch die Frage, wie müssen wir diese Wohnungen energetisch sanieren, welche Bestände übernehmen wir überhaupt in der Vergesellschaftung und was muss dann mit denen passieren, um diese Klimakrise aufzuhalten? Das sind alles Sachen, für die wir gute Lösungen brauchen und wo wir, glaube ich, sagen würden, das wird so teuer, wir müssen da so viel machen. Warum sollten wir das Geld in diese Wohnungen stecken und sie uns nicht zurückholen? Das ist doch absurd. Pflege,
wow, ich glaube, man könnte auch so viel dazu sagen. Ich finde da besonders spannend, es geht ja in den Pflegestreiks in Berlin und NRW vor allem um das Thema Entlastung. Es geht ja gar nicht nur um Geld, sondern es geht vor allem darum, Arbeit anders zu organisieren und welche Finanzierung dieses System hat, um Entlastung zu ermöglichen. Weil dahinter ist ja eigentlich das Problem, dass die Finanzierung nicht da ist, um so eine Entlastung zu schaffen. Und das zeigt doch, es geht eigentlich darum, Arbeit feministisch zu gestalten. Und dafür braucht es eben Rekommunalisierung und Vergesellschaftung, weil in so einem profitorientierten System wird das niemals möglich sein. Und da sind wir, glaube ich, sehr anknüpfungsfähig. Ich kenne gerade kein so tolles Projekt wie die Habersaatstraße. Ich bin auch großer Fan davon. Ich glaube, es braucht auch diese einzelnen Projekte, die dann zu Leuchtfeuern werden. Ich bin bei DWE, weil ich die Räumung von dem Flinterhaus-Projekt in der Liebigstraße ganz stark miterlebt habe. Ich kannte gar keine Person, die da gewohnt hat, aber ich bin hingefahren, weil es mich so betroffen gemacht hat, weil es für mich irgendwie ein ganz stark politisierender und schlimmer Moment war, welche Menschen da aus ihrem Zuhause verdrängt wurden. Und das hatte gar nicht so direkt mit DWE zu tun, aber das war der Moment, das war so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, ab dem ich dachte, jetzt Schluss, also so geht es auf jeden Fall nicht weiter. Und wir brauchen eben diese einzelnen Projekte als Leuchtfeuer. Und ich glaube, wir brauchen vor allem jetzt im Herbst auch weitere solcher Projekte, auch wenn ich gerade keine gute Idee dafür habe. Aber das knüpft an das an, was Vero auch gesagt hat, ne? Wie das mit dem Abtreibungsrecht in Argentinien funktioniert hat. Wir müssen immer auf mehreren Ebenen agieren. Und dazu zählt auch sowas. Das ist eine Ebene und wir brauchen ganz viele davon, um Sachen umsetzen zu können. Punkt. Ja, vielen Dank an euch alle. Vero, Katalin, Caro und Isabella, es war super spannend und es gibt jetzt da draußen was zu trinken und auch ein bisschen was Kleines zu essen und vielleicht können wir irgendwie da draußen noch weiter im kleinen Kreis und informell weiter plaudern. Ich wollte auf jeden Fall noch sagen, dass am Donnerstag eben die Veranstaltung ist, wo Vero und Lucy Cavallero über die die Politisierung von Verschuldung sprechen. Um 19 Uhr in dem alten Gebäude, also im FMP1, Franz-Mehren-Platz 1 Gebäude im Salon. Genau, für die, die das noch gerne mitnehmen wollen. Genau, vielen, vielen Dank euch und euch allen fürs Kommen und einen schönen Abend noch.